Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Tipps und Trends hier bei Allgäu TV. Wenn Sie gern Musik hören, dann legen Sie sicherlich auch Wert auf einen guten Klang. Sollten Sie sich dafür interessieren, dann schauen Sie doch mal bei Euronics XXL in Memmingen vorbei. Denn hier gibt es absolutes Fachwissen rund um HiFi und Raumakustik. Euronics XXL in Memmingen. Hier gibt es praktisch alles, was man von einem großen Elektronikmarkt erwartet. Neben Laptops und Computern natürlich auch Haushaltsgeräte wie zum Beispiel einen Herd, Waschmaschine oder Bügeleisen. Hier kümmert sich Fachpersonal in allen Abteilungen um die Kunden. Die größte Expertise aber findet man im Bereich TV, HiFi und Heimkino sowie Beschallungen aller Art. Hier arbeitet Euronics XXL Memmingen mit führenden Herstellern zusammen. Ein Raum ist nie gleich ein Raum. Stellen Sie sich einfach mal vor, der Raum wäre gefliest oder hat kalte Fensterfronten, dann ist es akustisch komplett anders, wie wenn Sie einen Raum haben mit Vorhängen und Teppich. Dementsprechend muss hier immer vorher vermessen werden und natürlich mit den individuellen Kundenwünschen dementsprechend umgegangen werden. Wir sind ja spezialisiert auf HiFi und Heimkinobau. Das bedeutet, wir fahren zum Kunden raus mit dem Equipment, bauen es auf, wir vermessen das beim Kunden, wir hören mit dem Kunden Probe und wir gucken, dass der Kunde am Ende der Installation mit einem zufrieden ist. Und im Nachgang bei Servicetätigkeiten sind wir auch immer für unsere Kunden da. Entsprechend sorgfältig werden auch die Hersteller ausgewählt, mit denen Euronics XXL Memmingen zusammenarbeitet. Alle Firmen sind hier handverlesen. Denn nur so ist garantiert, dass sowohl Klang als auch Design mit der Qualität bei Beratung und Einbau mithalten können. Ja, Bücher kosten im Fachhandel meist genauso viel wie übers Internet. Und wenn mal ein Buch nicht auf Lager ist, dauert die Bestellung oft auch nicht länger als übers Internet. Was aber den Fachhändler unterscheidet, ist die persönliche Beratung. Und genau darauf legt man in der Buchhandlung Pröbster besonderen Wert. Dort gibt es auch kaum ein Buch, das von den Mitarbeitern nicht schon gelesen wurde. Ich weiß gar nicht, warum die Menschen da draußen alle die Nasen am Fenster platt drücken. Hier ist doch viel schöner. Kommt rein. Mein zweibeiniges Personal hier bei Pröbster habe ich selbst geschult. Die kennen sich also inzwischen wirklich aus. Besonders bei Kinderbüchern ist es wichtig, dass man für jedes Kind den passenden Lesestoff findet. Und was Bücher rund um Religion und Glauben angeht, da haben wir nicht nur eine riesige Auswahl, sondern auch viel Erfahrung. Hier finden wir mit Sicherheit das Richtige. Wir wissen natürlich von den Stammkunden, was die bis jetzt alles gelesen haben und können darauf dann weitere Buchempfehlungen aufbauen. Es ist sehr persönlich und ich würde auch fast schon sagen familiär, dass man, wie wenn ich meiner Mutter oder meiner Großmutter ein Buch empfehle, genau mit so viel Liebe und Hingabe für die Kunden auch da bin und wirklich tolle, hausgemachte Empfehlungen weitergeben kann. Egal ob Biografien, Sachbücher oder Krimis, die Menschen hier wissen, wovon sie sprechen. Dann gibt es natürlich auch noch Reiseführer, Wanderkarten und. Überhaupt, schauen Sie sich mal diese Auswahl an Büchern an. Was aber noch wichtiger ist, die Auswahl ist nicht nur groß, sondern auch richtig gut. Eine Frage habe ich aber, warum sind so viele Menschen hier und kein einziger streichelt mich? Ah, schon viel besser so. Also, vorbeikommen bei Pröbster in Kempten. Da gibt's gute Bücher und mich. In Deutschland hat man bereits umfangreiche Maßnahmen zum Klimaschutz ergriffen. Allein können wir das Weltklima natürlich nicht retten, aber jeder von uns kann vielleicht seinen eigenen kleinen Teil dazu beisteuern. So hat zum Beispiel das EZA mit dem klimaneutralen Allgäuer eine Homepage an den Start gebracht, mit der Sie Ihren eigenen CO2-Abdruck berechnen können. Aber es geht auch darum, Projekte vorzustellen, die zur CO2-Reduktion beitragen. klimaneutrale-allgäuer.de ist eine neue online-basierte Mitmachplattform von EZA, dem Energie- und Umweltzentrum Allgäu. Interessierte können hier ihren CO2-Fußabdruck berechnen lassen und bekommen im nächsten Schritt Projekte für die Kompensation vorgestellt. Erst wird Bilanz gezogen, dann wird ausgeglichen und dann geht es natürlich darum, auch seine Emissionen zu reduzieren. Wir wollen ja nicht bloß Ausgleichszahlungen leisten, sondern wir wollen auch unseren Lebensstil verbessern. Das heißt, wir werden dann auch für alle klimaneutralen Allgäuerinnen und Allgäuer regelmäßig Tipps, Ideen und Anregungen liefern, wie man in seinem Lebensstil besser klimafreundlicher werden kann. Warum lohnt es sich, bei diesem Projekt mitzumachen?
Ja, weil es einfach toll ist, dass man nachhaltig und professionell begleitet einen effektiven Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Ich bin klimaneutrale Allgäuerin, weil ich überzeugt bin, dass wir die Klimakrise nur gemeinsam meistern können und dass jeder einzelne Beitrag zählt. Ich finde es wichtig, meinen eigenen CO2-Fußabdruck zu kennen und ihn, wo es geht, zu vermindern und unterstütze auch gerne regionale Klimaschutzprojekte. Ich bin dabei, weil ich überzeugt bin, dass man beim Klimaschutz auch Privatinitiative zeigen muss und nicht nur auf andere warten kann. Der Motor sind meine Kinder. Ich möchte, dass sie die gleichen Chancen haben wie ich, die gleiche Umwelt, die gleichen Lebensbedingungen vor sich finden und wirklich gut leben können. Aber nicht nur das, wenn man hier im Allgäu aufwächst, wenn man hier groß wird und diese schöne Landschaft um sich hat, dann muss man alles dafür tun, dass die erhalten bleibt. Eine gute und gesunde Ernährung ist nicht nur für uns Menschen wichtig, sie wirkt sich auch positiv auf die Gesundheit unserer Haustiere aus. Bei Blattner Heimtierfutter gibt es deshalb schon immer hochwertiges Futter für ihr Tier. Mit dem Futter der Eigenmarke Blattners Bestes ging man noch einen Schritt weiter. Blattner Heimtierfutter ist ein absoluter Spezialist für hochwertiges Futter für Haustiere. Aber auch für Wildvögel werden hier spezielle Futtermischungen zusammengestellt. Wer etwas Gutes für Amseln, Meisen, Buchfinken und Co. machen möchte, kann Ihnen nun das ganze Jahr über helfen. Leider wird der Lebensraum und auch die Möglichkeiten, Futter zu finden, für die Vögel immer weniger. Von dem her, gerade jetzt auch in der Brutzeit und auch in der Aufzuchtzeit, ist einfach der Bedarf umso höher da. Und dafür haben wir unsere Mischungen auch komplett abgestimmt, sodass sie eigentlich das ganze Jahr die Vögel draußen gut unterstützen können. Ebenfalls ganz neu im Programm, Blattners Bestes. Es ist eine Eigenmarke für Hunde- und Katzenfutter. Dabei wird ganz bewusst auf die Qualität jedes einzelnen Inhaltsstoffs geschaut. Dazu gehört nicht nur, dass der Fleischanteil im Futter besonders hoch ist, auch die Güte des verwendeten Fleisches ist außerordentlich hoch. Wir haben uns bewusst für den Namen Blattners Bestes entschieden, weil da einfach das drin ist, wo wir sagen wollen, okay, hier können wir bestmöglichst und mit gutem Gewissen sagen, damit ist Ihr Tier gut versorgt und haben hier nicht den Fokus darauf gelegt, hier möglichst ein Knallerschnäppchen anzulegen, sondern einfach zu sagen, hiermit kann man mit gutem Gewissen ein Tier gut füttern. Nicht nur das, weil weniger Füllstoffe drin sind, braucht man auch weniger Futter. Gut für die Vitalität und Gesundheit des Tieres. Und auch der Geschmackstest für Blattners Bestes zeigt, dass bei der Rezeptur wohl alles richtig gemacht worden ist. Gehen wir als nächstes ins etwas andere Wirtshaus im Ostallgäu, in die Stegmühle. 2002 übernahm Clemens Höfle mit seiner Frau das Familienunternehmen und seither führen sie es mit viel Liebe und Leidenschaft. Herzlichkeit, gutes Essen und der Sinn für Qualität prägen den Gasthof seit vielen Jahren. Und mit einem großen Biergarten, Wohnmobilstellplätzen und einem Catering-Service wird den Gästen hier vieles geboten. Seit 110 Jahren ist die Stegmühle in Biesenhofen im Besitz der Familie Höfle. Seither hat der Gasthof alles daran gesetzt, sich ein Alleinstellungsmerkmal in der Allgäuer Gastronomie zu erarbeiten. Von klassischen Kässpatzen bis hin zu eigenen Burgerkreationen, hier wird so regional wie möglich gekocht. Ohne Reservierung am Wochenende einen Platz zu kriegen, ist da gar nicht einfach. Wir werden jetzt ein neues Projekt starten mit einem Bauer hier aus dem Ort, der mir Fleisch liefert, wo wir auch komplettes Kalb zum Beispiel nehmen und das dann weiterverwenden, über Tageskarte fahren. Wir schreiben jeden Tag eine Tageskarte. Und wir verwenden eigentlich nur Produkte aus unserer Gegend. Die Erfahrung der Stegmühle zeigt sich auch beim Catering. 300 Party-Service fahren sie im Jahr. Von der Familienfeier übers Bierzelt bis hin zur Messe. Unsere Stärke beim Catering ist die, dass wir eigentlich nur das immer berechnen, was auch wirklich verbraucht wird. Durch unsere Erfahrung bringen wir nicht zu viel Material mit. Und wir haben zwei Hänger, mit denen wir live kochen vor Ort. Und zu ihnen hinfahren und einfach dort Schnitzel, Burger, Fleisch, was sie möchten, Beilagen, live vor Ort in ihrem Garten kochen und so weiter. Und auch im Gasthaus ist einiges geboten. Sei es im sonnigen Biergarten, im Restaurant oder beim Fußballgucken in der Pilzbar. Selbst Wohnmobilstellplätze gibt es hier. Eine Wirtschaft für Jung und Alt ist so entstanden. Und genau deshalb ist die Stegmühle das etwas andere Wirtshaus im Ostallgäu. Zugegeben, die Arbeitszeiten eines Bäckers, die liegen sicherlich nicht jedem, denn man muss schon extrem früh aufstehen. Aber es gibt auch nur wenige Berufe, bei denen man das Ergebnis seiner Arbeit auch sofort sieht. Und das erhöht den Spaßfaktor im Job.
Wenn dann auch noch der Arbeitgeber stimmt, was will man mehr? Wir haben mit der Bäckerei Speiser mal einen solchen Betrieb besucht. In erster Linie ist es ein abwechslungsreicher Beruf. Jeder Tag ist ein bisschen anders, es ist nicht komplett immer dasselbe. Man hat mit Leuten zu tun, nicht nur mit dem Computer. Und es ist einfach, ja, man hat neuere Technik, wo man sich im Endeffekt dafür interessiert. Und man kann aber handwerklich auch noch gut was eben mit seinen Händen arbeiten. Das ist so der Hauptgrund, warum mir eigentlich Bäckerei Spaß macht. Man kriegt eben die Resonanz von Kunden, man kennt viele, die einkaufen. Und man hört es dann auch oft von Leuten aus dem Verein oder so, die Sachen bestellen. Und da weiß man immer gleich, ob man gute Arbeit geleistet hat. Es macht einfach Spaß, hier zu arbeiten. Es wird nie langweilig. Die Chefs, die sind total freundlich. Die haben immer ein offenes Ohr für einen. Man arbeitet einfach Hand in Hand zusammen. Und man ist einfach ein super Team. Ich habe gerne Kontakt mit den Menschen. Berate Kunden sehr gerne. Ich finde es auch nett, wenn die Kunden mit einem Lächeln den Laden verlassen, wenn sie sich einfach wohlgefühlt haben bei uns. Und das funktioniert sehr gut und die kommen wieder, immer wieder gerne. Jagd, Fischerei, Outdoor-Bekleidung und Tracht. Es gibt wohl kaum jemanden, der sich in diesen Bereichen so gut auskennt wie das Traditionshaus Bär in Kempten. Kein Wunder, denn das Haus hatte seine Anfänge schon im Jahre 1969. Seither ist es Ansprechpartner für Jagd- und Sportschützen, Outdoor- sowie Trachtenfreunde. Bei Waffenbär in Kempten, nahe des Kornhauses, findet man eine große Auswahl an hochwertiger Trachtenmode. Egal ob Hose aus Hirschleder und zwiegenähte Schuhe für ihn oder ein edles Dirndl für sie, in dem familiengeführten Traditionsunternehmen findet man immer ein Stück, in dem man sich so richtig wohlfühlen kann. Bei Waffenbär gibt es aber auch alles für den Sportschützen und natürlich auch für die Jagd. Eine immer wichtigere Rolle im Angebot spielen dabei Ferngläser und Wärmebildkameras, insbesondere im Jagdbereich. Von der Gams bis zum Steinbock über den Hirsch und natürlich auch im ornithologischen Bereich. Vogelbeobachtung ist etwas, was ganz, ganz hoch im Kurs steht. Und hierfür brauche ich qualitativ ganz hochwertige Ferngläser, wo wir eine sehr große Auswahl hier haben. Wir haben einen sehr großen Technikeinschlag für die technikaffinen Leute. Wärmebildtechnik zum Beispiel hat im Beobachtungsbereich sehr stark Einzug gehalten. Die CNC-Technik in der Fertigung. Genauso haben wir noch viele Fans der althergebrachten Büchsenmacher-Kunst, unserer kunsthandwerklichen Arbeit. Und ganz wichtig, unsere Werkstatt. Wir können nach wie vor alle Sachen reparieren, restaurieren und alles unter Wünsche erfüllen. Dazu gehören natürlich sämtliche Einstell- und Wartungsarbeiten. Daneben nimmt der Outdoor-Bereich eine wichtige Rolle ein. Und auch hier gilt, wie immer bei Waffenbär, Qualität und Komfort der Produkte stehen an allererster Stelle. Aber natürlich kommt auch das Design nicht zu kurz. Schließlich soll man sich hier so richtig wohlfühlen mit den Produkten von Waffenbär in Kempten. Das war's für heute wieder. Schön, dass Sie bei uns eingeschaltet haben. Aber einen ganz besonderen Tipp habe ich ganz am Ende doch noch für Sie. Seit dem 8. Juli wird auf der Allgäuer Freilichtbühne Altusried Ronja Räubertochter aufgeführt. Hier noch eine kleine Vorschau für Sie. Nicht so leicht, dass ich fliegen kann. Dann flieg doch.